Listen to my story. Das ist wunderbar. Das ist so überhaupt. Kingdom Hearts, das Licht. Hail, it's about time. Weiter geht's mit God of War 2. Und ja, wir haben letztes Mal nicht hier aufgehört, aber ich habe die Options. Nee, nicht Options-Taste. Was war das? Die mittlere Touch-Taste. Touchpad-Taste von. Gucken, habe ich das wirklich gedrückt? Ich glaube schon, ja. Von dem PlayStation 5-Controller gedrückt, ne? Und dann können wir nicht in dieses Power-Up-Menü. Jetzt können wir irgendwas aufleveln. Aber wir haben nicht genug, deswegen lassen wir es erstmal. Wir haben ja letztes Mal hier gespeichert, ne? Haben uns. Ja, die gleichen angeguckt. Zumindest eine davon. Aber bei ihr Leiche wird wahrscheinlich immer dasselbe stehen. Und das ist eine Leiche von Sparta. Leiche noch eines gefallen, Spartaner. Ja, seht ihr. Hier ist, glaube ich, auch nichts zum Einsammeln. Das Schwert ist auch weg. Es ist immer noch die Leiche. So, können wir mal weiter. Leute, ich dachte, Zeus hat die pulverisiert. Was? Diese Tode bleiben nicht ungesühnt. Okay, vielleicht muss ich doch auf die Plattform drauf hier. Damit das weitergeht. Nicht runterspringen. Wo muss ich denn lang? Okay, unsichtbar mal. Cool. Cool, cool, cool. Muss ich doch runterspringen. Vielleicht will ich das noch ausprobieren. Lol, okay, da ist auch noch eine Sparmauer. Muss ich alle Leichen überprüfen? Ah, da, ein Überlebender. Herr, ich wusste, niemand kann dich töten. Ich habe an dich geglaubt. Geh nach Sparta, schütze die Stadt. Aber unsere Brüder sind tot. Aber du kannst noch kämpfen. Spartaner geben nicht auf. Tu, was dein Gott dir befiehlt. Und ihr, Herr. Ich werde Zeus gegenübertreten. Es scheint, als hätte ich immer noch Verbündete auf dem Olymp. Oh ja. Gut. Ich nenne ihn mal Pegasus. Na los, Pegasus. Oh ja. Gut, da reitet der Spartaner. Zurück zum Olymp, Bestie. Mein Ziel heißt Zeus. Ich glaube, Athene stellt uns jetzt in den Weg, hundertprozentig. Du bist nicht länger ein Gott, Kratos. Zeus, der Olymp und die Klinge, die deine gesamte Macht innehält, sind für dich auf ewig in weite Ferne gerückt. Deine einzige Hoffnung ist, die Schicksalsgöttinnen zu finden und in der Zeit zurückzureisen, bis zu dem Moment, da Zeus dich betrogen hat. Denn nur dann wird er wirklich verwundbar sein. Kratos, um erfolgreich zu sein, wirst du mehr Hilfe brauchen, als ich dir geben kann. Mein Titanenbruder schlummert tief in seinem Das ist wirklich Pegasus. Es wird Zeit, dass er erwacht. Gut. Rindtieb. Alles klar. Oh, Gaias. Oder nee, heißen die? Doch, die heißen noch Gaias. Oder? Boah, ich weiß nicht, wie die Dinger hießen in der griechischen Mythologie. Ah, Greifs oder so wahrscheinlich. Kreis. Kreis, 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 Kreis. Weg mit dem, jawohl. Zeig dem Luder, ja, wer hier der wahre Vogelfisch ist. Oh, okay. Da muss ich wahrscheinlich mit diesem schnellen Hieb ausweichen. Einfach so angreifen, ne, der kann sich eh nicht wehren. Oh doch, der kann sich doch wehren. Und Kreis. Das finde ich wiederum mal sehr cool. Ja? Wow! Ja, vielleicht hätte ich hier nach Rest gehen müssen. LOL! Das sind zielsuchende Dinger. Ach, das Ausweichen habe ich hier nicht drauf.
Verdammt. Verrecke! Gut. Nein! Lass mich deinen komischen Vogelfisch killen. Okay, vielleicht kann ich das wirklich mit diesem schnellen Ding da ausweichen. Ah, nice, jetzt. Und Kreis. Und weg damit. Boah, ich liebe God of War, ne? Das ist so awesome, das Spiel. Ah. Ah, okay, das... Das sorgt dafür, dass die blaue Leiste sinkt. Oh. Oh, fuck. Oh. Oh mein Gott. Ah, ah, der arme Vogel. Na gut, der hat uns angegriffen. Selber schuld. LOL. Fail, nicht getroffen. Bob. Okay, jetzt hat er getroffen. Scheiße. Jetzt hat er schon wieder getroffen. Hey. Hä? Ah, okay, das kenne ich noch. Der Stecker des Titans. Oder habe ich schon mal sowas ähnliches gespielt? Bei Darksiders, glaube ich. Alter, wasch dir die Füße. Das willst du nicht vielleicht landen, damit du ihn begrüßen kannst. Oh, Vogelfischer. Killen, 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 killen. Okay, nicht geschafft. Also nicht so richtig. Oh. Okay, hat Pegasus eingesperrt. Ja, bin noch schon dabei. Oh, vielleicht. Okay, vielleicht muss ich weiter, oder? Nee. Okay, ich muss den Finger angreifen die ganze Zeit, oder? Mein Gott! Vogelfischer, ich hasse sie! Wie bei Borderlands! Ja, weg damit. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es falsch ist. Muss ich runter? Oh, ich muss runter. Alter, dieses Viech. So, verreck endlich. Meine Fresse. Geht das immer höher, oder? Das ist nur Einbildung. Okay, war nur Einbildung. Oder vielleicht muss ich es doch hoch machen und dann runterrollen, oder? Ja, irgendwas sagt mir, dass ich das machen muss. Alter. Ach so, oh. Okay. Oh mein Gott. Okay, ich wollte nach vorne rollen. Sag mal. Gut. Ja, bin auch schon dabei. Ja, ja, bin schon dabei. Okay, hier geht's nicht weiter. Vielleicht doch.
Nein, ich muss hier runter. Ja, Wand dann ja halten, um runter zu rutschen. Ja, stimmt, hier kann man ja diese witzige Sache mit dem Greifen machen. Sekunde. Gehen wir aber die einfach so erstmal. Gut. Komm her. Und weg mit dir. Du auch. So, runter. Das war schon zu weit. Verzieh dich, Alter. Lol, deine. Und mach's gut. Oh, mich komplett fallen. Alter, der wehrt sich. Wehr dich nicht. Verrecke und runter mit dir. Jawohl, das lief schon am meisten hier. Das ist ziemlich geil gemacht. Komisch, dass diese Viecher das aber auch können. So, du wolltest auch runter, habe ich gehört. Komm, wie die so warten, ne, bis ich den kill. So, ja, ja, mach ruhig, ne, wir sind gleich bereit. Und hier, weiter. Und rutschen das hin. Ja, komm, scheiße, die Viecher, ne. Lol, was ein tiefer Fall von dem. Gut. Kann man nicht Kreis drücken? Nee. Man muss dahin klettern, um sich fallen zu lassen. Sehr gut. Nice. Zweiter Punkt erreicht. Speichern. Die letzte Folge war 54 Minuten lang, habe ich gesehen. Mal gucken, ob wir das überbieten können. Ich habe aber auch nicht gesehen, wie groß das Spiel war. Vom Speicherplatz her. Also, das Video. Okay. Nice. Hättest du vielleicht nicht später nehmen können, ne? Also nachdem ich hier diesen Abschnitt geschafft hätte. Aber, keine Ahnung. Ich hab's einfach mal jetzt genommen. Ja, ja. Okay. Ach so, jetzt kann ich, oder? Okay, jetzt auch nicht. Ich dachte, jetzt kann ich rüber. Oh nee, muss ich jetzt den gesamten Abschnitt von vorne machen mit den Gegnern? Ja, super. Okay, nächstes Mal gehe ich taktisch und überleg davor. Kiste wieder öffnen. Hallo. Ist man schneller, wenn man sprintet oder schneller, wenn man rollt? Ja, machen wir beides. Okay. Jetzt nachdenken. Das Ding kann man zerstören. Okay. Ach, das Seil! Oh mein Gott! Lol. Okay, so komme ich wieder zurück. Nice. Achso, wahrscheinlich zurück zu Pegasus. Pegasus? Ja, wer hätte das denken können, ne? Dass ich das Seil nutzen muss, damit ich rüberkomme. Tch. Gott, aber erklärt doch nichts. Wie lange waren wir weg? Wir haben jetzt schon Winter. Oh! Was ist das für ein Vogelfiech? Okay, ich komme wohl nicht mehr zurück. Ach, schon wieder so ein Bogenschütze. Ja, komm, schieß deinen Pfeil. Ja, komm. Oh mein Gott. Hinterhalt.
Aua. Ich hasse diese Bogen. Viecher, ne? LOL. Du hast mir auch keine Zeit gelassen, um Kreis zu drücken. Ja komm, scheiß drauf, du bist so tot. Oh mein Gott, jetzt sind da zwei von denen gespawnt. Alter. So, jetzt reiß. Jetzt muss man schon wieder Kreis drücken. Gut. Jawohl. Kacken Bogenschützen. Fick euch jetzt in den Arsch, ne? Okay. Die ficken mich gleich in den Arsch, wenn ich die jetzt nicht sofort kille. Ja, ja, komm. Kopfnuss hier und zack. In den Rachen rein. Ja, das ist. Jawohl. Du auch jetzt. Kopfnuss. So, rein hier. Auch mit dir in den Rachen. Jawohl. Jetzt kann ich den nur nach oben. Und diese scheiß Bogenschützen mich da abfacken, irgendwas sagt mir, dass hier was ist. Weil ich könnte nicht umsonst hier entklettern. Wenn das nicht der Fall wäre. Was haben wir denn hier? Ach so, ja okay. Den Anfang haben wir hier. Ja, super. Der kommt dann nach oben wieder. Achso. Ah, okay, ich muss auf diese Dings rauf. Den Eisplattform da. Auf die Eisplattform. Ah, komm, brauchen wir nicht. Wir können das nehmen. Der Vogel sieht auch wunderschön aus, ne? Müssen wir ihn töten? Die Feuerwerkskörper gehen wieder los. Ach lol, der foltert da jemanden. Ein Greif, oder? Des Krieges. Du lebst. Ich gehöre nicht mehr zu den Göttern. Wer hat dich hierzu verdammt? Zeus. Mein Vergehen war es, den Menschen zu helfen. Ich brachte den Sterblichen das Feuer des Olymp. Zeus sah dies als Verrat. Zur Strafe machte er mich sterblich und verdammte mich, von diesem teuflischen Vogel Tag für Tag verspeist zu werden. Und dann, mit Einbruch der Nacht, bin ich geheilt. Wie lange bin ich nun hier? Wie lange habe ich unter diesem Fluch gelitten? Ich kann es nicht sagen. Und da war er tot. Oder auch nicht. Bitte, Geist. Spartas, erlöse mich aus dieser Qual! Ach so! Ah, jetzt verstehe ich es. Er muss diese Folter jedes Mal von vorne ertragen. Lol. Das ist die Feuer des Olympus, ein Sinn. Das ist der einzige Weg. Töte mich, Kratos! Töte mich! Ach so, oh lol. Muss ich wahrscheinlich irgendwo verbrennen, oder? Irgendwo unten? Wie komme ich da unten? Muss ich da runterspringen? Wahrscheinlich. Ach so, hier muss ich mich runter fallen lassen wieder.
Töte mich, Kratos. Töte mich. Ja, ist das schon gut. Ich suche schon einen Weg. Chill deine Base. Okay. Kann ich nicht anders den töten? Muss ich unbedingt den gesamten Weg gehen? Ja, okay, ich muss wahrscheinlich den gesamten Weg gehen, anders geht's wohl nicht. Hammer. Hammer geil, hammer geil. Ist eigentlich hier der Weg. Ist hier falsch? Scheint so. War kann ich hier hoch? Nee. Töte mich gerade, das töte mich, sagt er. Aber anders kann ich nicht dann, oder? Das heißt. Ist das, ich muss wahrscheinlich schon außen irgendwo lang. Oh, erstmal Nase kratzen. So. Gut. Ja. Ich höre dich bis hierhin. Genug. Ja, ich habe schon gehört, soll ich töten. Gib mir ein bisschen Zeit. Leuchte ihn immer noch wegen meinem Headset. Töte mich, Kratos. Töte mich. Nein, nein. Nein, nein. Na komm. Boah, was ein brutaler Tod. Erstmal den Arm da rausreißen. Gut, speichern wir mal. Ja. Gut. Die Handhöhle. Die Handhöhle. What the fuck ist das für ein Name? Töte mich, Kratos. Töte mich. Oh, hi. Lol. Okay, das scheint, dass irgendein Auge hier drin oder so. Oder eine Feder? Gorgonauge, nice. Bin ich überhaupt richtig? Ja. Oh, oh. Oh. Leute, der ist runtergefallen. Ja, aber wir sind zu tief, Junge. Oh, da kommt wieder. Alter. Nee, 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 nee. Oder bitte. Ja, komm, wenn du mit mir kämpfen willst, dann stell dich wie ein Mann. Und tschüss. Ah, komm, ist sowas, tschüss. Boah. Okay, wir müssen ihn wahrscheinlich von hier aus irgendwie vernichten. Wieder in der Höhle zurück, wo wir vorher waren, mit der Seilrutsche und so? Nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, wir sind nicht da. Okay. Wir müssen die irgendwie anders aufbekommen von hier aus. Geht's wohl nicht. Okay, dann komme ich wieder zurück. Alter. Wie kann ich nicht hoch? Manchmal kannst du an Seilen hoch und manchmal nicht. Das ist irgendwie voll komisch. Ja gut, wahrscheinlich wollen die auch nicht, dass man durcheinander kommt. Irgendwas sagt hier, dass hier ein Kampf statt. Oh mein Gott! Eine Medusa. Oder Gorgonen? Nennt man die so? Kann sie bloß nicht angucken. Aua! Nein, die Leute. Oh. Da war es gewesen. Nein, ja, nein, 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 nein. So einfach geht's wiederum nicht, ne? So. Oh. Fuck. Ich dachte, ich muss das hin und her reißen. Okay, nochmal.
Ey, da kommt immer eine andere Tastenkombi, kann das sein? So, nochmal. Ja, es kommt immer eine andere Tastenkombi. Oh, ich hasse dieses Controller-Dreh-Scheiß, ne? Es gibt eins, was ich wirklich hasse, das ist Controller-Dreh-Scheiße. Nein, nein, Junge. Nicht. Nee, nee. Erstmal kill ich die, bevor du mich da versteinerst. Och, nö, jetzt kommen viele Viecher wieder. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Och, nee, jetzt halt mich auch so fest. Ja, super. Ey, die machen gut Schaden. Ich bin fast tot, wenn es weitergeht. Alter. Jetzt aber. Hallo, lass mich dich packen. Oh, falsch gedrückt wieder. Scheiße. Ja, komm, scheiß drauf. Jawohl, jetzt aber. Ey, wenn mich das dieses Viech killt, ne? Okay, Gott sei Dank. Das war's auch schon? Ha, das war's schon. Nee, nee, erstmal hier noch was einsammeln. Diener des Zeus. Also sind wir wieder bei dem. Sind wir bei dem Fetti gerade oder was ist los? Da labert jemand mit uns. So, erstmal speichern, ja. Okay, soll ich vielleicht meine Waffe leveln? Aber ich glaube, ein Level up reicht ich nicht, ne? Warte, ich kann das mal austesten. 2750. Nee, würde nicht reichen. Würde nicht reichen. Oh, sein Auge leuchtet ja so schön. Kann ich mich da rangreifen, oder? Oh no. Ich muss mich beeilen. Nein, 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 nein! Oh. Nochmal. Boah, der war richtig krass im Mundbruch, ne? Ich war doch so knapp davor! Muss ich irgendwie auf sein Auge zielen, irgendwas machen mit seinem Auge oder so? Kann ich hier auch schon runterfliegen? Ne, hier bin ich safe. Okay. Jawohl. Ja. Wenn ich jetzt wegen euch runterfliege, ne? Dann bin ich sauer. Aber jetzt was. So, der erste. Na, wenn wir raufkommen. So. Gut. Alter. Reicht doch mit deinem Atem. Okay, die Viecher werden nicht davon beeinflusst. Gut zu wissen. Ja gut, fliegt weiter unter mir. Also tief, ne? Ja, hier, zack, Mixer. Komm, du auch. Jawohl. Jetzt ist doch gut hier, so. Und weiter geht's. Ey, diese Viecher, ne? Die Rex bei Borderlands waren schon schlimm, ne? Die hier aber sind noch einen Tick schlimmer, finde ich. Nee, 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 nee. Du wirst mich nicht runterschleudern. Was soll das denn jetzt? What the fuck? Oh, ne, sag nicht, ich muss jetzt wieder von vorne starten. Von Anfang an. Oh mein Gott!
Also ich werde jetzt einfach durchsprinten. Scheiß auf diese Viecher, ne? Ich werde jetzt einfach durchsprinten. So. Ein paar nehme ich noch mit, aber dann rush jetzt durch. Das kann nicht wahr sein. Alter. Nochmal ein guter Punkt. So, räumen wir mal da hin. Hey, jetzt kann uns da was anhaben. Vorher konnte der ja doch nichts machen. Ach, ich muss jetzt warten, die da. LOL, was ist das denn für eine Scheiße? Vorhin konnte er uns doch da nichts anhaben. Und jetzt ist er plötzlich wieder so ein. So ein Wichser. So ein Wichser. Als wäre noch nie ein Wichser war. Verdammte Vogelfischer, Mann! Okay, ich muss warten. Und jetzt. Dass sie nicht weggeschleudert werden davon, ne? Frechheit. Alter! Jetzt reicht's hier mit euch! Verzieht euch! Das war knapp, wenn ich jetzt runtergeflogen wäre, ne? Nicht hängen bleiben, Kratos, nicht hängen bleiben. So. Jetzt werde ich euch einzeln killen, ne? Das reicht mir jetzt mit euch. So. Okay. Ja. Hör auf. Perfekt. Okay, jetzt muss ich gleich schnell sein. Jawohl, geschafft. Okay. Hä? Und jetzt? Hä? Das läuft ja doch immer noch, oder? Dann komm ich das drauf. Oh Gott. Hä? Okay, war wohl nichts. Achso, R1. Ah. Jeder kommt auf sein Auge hin. So, erstmal auch filmen. Uns anzuhauchen, wie so ein Bob. Ja. Ja, ich weiß, da kommen wir zurück. So. Ich hoffe, es überhaupt so weit drauf bis dahin. Wir können das mal austesten gleich. Weil wir fallen ja runter. Ich werde dir nicht helfen. Oh, okay, der hat auch, wenn man hier drauf ist. Ja. Du willst ihn als verbünden und erstmal sticht sie ihm das Auge raus. Was auch sonst. Sie haben Typhoons Ruin erhalten. Jetzt hat er es jetzt weg, man kann Kratos, ne? L2 und links Auswahl. Damit können sie aus der Ferne auf feindlich und wirklich schießen. Okay. Okay. Mongo. Mein Auge. Oh nein, mein Auge. Ich kann nichts mehr sehen. Oh oh. Stimmt, ich hab die ganze Zeit eigentlich Zauber gehabt. Da hab ich die Idee. Wo zielst du denn, du Bob? Ach, Kratos. Okay. Jawoll, Distanzschütze hier. Ach so, er hat die ganze Zeit auf den gezielt. Lol. Fail. Okay.
Uiuiui, das war knapp. Ah, okay. Beide sind tot. Alle drei sind tot. Sie haben genügend rote Orbs für einen Waffenpower-Up. Starte. Das, okay. Gleich erstmal noch den Ficker töten. Gut. Power-Up. Was Power-Up ist denn? 1500 für das Heil. Was macht das Freischalten? Schnellfeuer, Windstoß, Todeswirbel. Ja, komm, Schatz, auch machen wir das. Schnellfeuer, Windstoß, L2 plus 4 antippen, Todeswirbel, L2 und Dreieck. Okay. Zurück. Wow, das hat aber viel Orbs gegeben. Geben die auch viel Orbs? Jawohl, ey. Wer damit? Warte, lass mich die Steine zerstören, bevor du mich runterwirfst. Gut, geht doch. Jetzt können wir, glaube ich, zurück und können den Typen da retten. Oder finishen. Ja. Gut. Typhoons Auge? Das Auge war ein Bogen. Gut zu wissen. Ja, ich weiß, dass das Auge kein Bogen war, aber. Naja. Mongo, ich bin schon fertig mit dir. Du hast mir nichts mehr zu sagen. Jetzt aber ist die Frage, wie komme ich auf diesen... Also komme ich jetzt so an diesen Gorgonenauge ran? Ja, jetzt hast du mal ausgetestet. Wo war das denn überhaupt hier, ne? Hier rechts. Ah, da. Okay. Komm ich nur daran? Auf was muss ich schießen, damit ich da rankomme? Ah. Hm. Okay. Sie auch nichts, was zerstören können, ne? Na ja, komm, dann müssen wir rüber. Wo ist das jetzt aufgegangen? Warte. Nee. Hm. Komisch. Ich habe keine Ahnung, wie ich das aufbekomme. Ich muss, glaube ich, irgendwas verpasst haben. Ich will dieses Gorgon-Auge haben. Oder Feder, was es auch sein ist, sein mag. Muss ich irgendwas mit diesem Fetti machen? Muss ich ihn vernichten oder so? Oder Schaden machen? Ich will das mal austesten. Ach so, hier rüber. Ah, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich den vernichten muss. Aber ich kann mir die Mama zwar trotzdem scheiß drauf. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ich treffe ihn gar nicht mehr. Okay, der ist gefährlich. Ja gut, scheiß drauf. Ich glaube, das ist nicht richtig irgendwie. Ja gut, dann scheiß mal das Gorgon-Auge. Und ich habe keinen Mana mehr, oder was das sein soll, ne? Keine, ich sage einfach blaue Orbs. Ich habe keine blauen Orbs mehr. Scheiße. Oder blaue Leiste. Blaue Leiste, komm, blaue Leiste klingt besser. Ja, ich kann auch den Fall nicht mehr einsetzen. Ja, scheiß drauf, dann müssen wir... Dann komme ich nicht mehr an dieses Ding ran. Mit einem Guide spielen möchte ich jetzt auch nicht unbedingt. Um nur diese einen Augen zu bekommen.
Im Stream hätte man mir wahrscheinlich jetzt sagen können, wie man es macht. Dann hätte ich wahrscheinlich das bekommen. Oder vielleicht komme ich irgendwann später nochmal hier hin. Könnte auch sein. Nee. Okay, scheiß drauf. Okay. Na, meint. Scheiß drauf. Wir gehen aber weg. Ich habe jetzt keinen Bock, die ganze Zeit dran zu sitzen, ne? Und das dann herauszufinden, wie man es macht. Da könnte ich einen Guide gebrauchen, aber das will ich jetzt auch nicht unbedingt nutzen. Nur um einen eigenen. Ja, ihr habt gesehen, wo das ist, ne? Und pff, das war's auch schon. Okay. So ist, wir haben kein Ding mehr, ne? Heute bitte Kratos. Ach, guck mal, wir können hier wieder auffüllen. Ja, wenn du willst, dass wir dich töten, dann. So jetzt. Dabei müssen sie natürlich extra eine Cutscene machen. Du hast Prometheus von der Qual der Götter erlöst. Sein Fleisch hat die Feuer des Olymps verdorben und ihm die Macht der Titanen einverleibt. Diese Asche wird dir große Kraft geben, Kratos. Nimm sie in dich auf und nutze diese Kraft, um deine Feinde zu töten. Oh yeah. Weiter geht's. Sie haben den Zorn der Titanen erhalten. L3 und R3. Ja, moin! Jetzt geht's hier los. Scheiß auf dieses Griff da. Wenn ich schon im Titan-Mode bin, dann will ich es auch ausnutzen. Ja, gleich das Dings hat man machen. Oh, okay, vielleicht hätte ich erst machen sollen, wenn ich ein 1 gegen 1 gehabt hätte. Ja, stört mich nicht. Der ist erstmal meiner hier. Und zack. Gut. Kann ich mir den Zorn der Titanen vielleicht das Tor jetzt halt kaputt machen? Ah komm, gehen wir erstmal weiter, bevor ich es rausfinde. Speichern. Klar, logisch, ne? Speicher ist immer wichtig, vor allem hatte ich es so oft gehabt. Das kann ich nochmal erzählen, bei Bioshock 2, ne? Ich bin ja einer von diesen, naja, wie sagt man das, Platin-Huntern halt, ne? Also, der gerne Spiele so platinmäßig spielt, ne? Ja, die können wir so austesten. Zorn Titan an diesem Tor, ne? Vielleicht geht's dann auf. Wenn nicht, dann scheiß drauf. Dann bin ich fertig mit dem Tor. So. Jedenfalls hatte ich. Okay, keine Ahnung. Scheiß drauf. Jetzt bin ich fertig. Jetzt bin ich durch. So. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das Tor geht auf. Okay. Scheiß drauf. Irgendwie habe ich das Gefühl, das Tor ging auf, wenn ich da rübergerutscht bin. Oh mein Gott. Bin ich schlecht.
Ja, jedenfalls bei Bioshock 2 hatte ich mal das DLC angefangen, weil ich wollte das auch mal zocken, ne, bei Bioshock 2. Ah, nein, jetzt soll ich das machen muss. Oh mein Gott. Ah, super. Ja, Nubikus Meticus ist wieder unterwegs gewesen. Gut. Kann ich das Seil kaputt machen? Können wir das mal ausprobieren? Wenn nicht, dann werde ich eh zum letzten Kontrollpunkt zurückkehren. Aber ich will das unbedingt schaffen. Ich weiß nicht warum. Ich will das Kong-On-Ogre haben. Ja, ich weiß, das Let's Play wird künstlich in die Länge gezogen, aber mein Gott. Wir machen ja keinen Speedrun. Jedenfalls, war ich stehen geblieben. Ja, bei Bioshock 2 wollte ich das DLC zocken. Und... okay. Vielleicht auch nicht. Ja, komm, dann ist vorbei. Ja, komm, scheiß drauf. Daneben nicht. Jedenfalls, Baba Schnee. Achso, warte mal, da unten war doch was. Ach komm, scheiß drauf. Fuck auf, Alter. Bevor ich jetzt hier die ganze Zeit verliere. Jedenfalls, ja. Um jetzt wieder auf die Bioshock-Thematik zu kommen, ne? Da habe ich das DLC angefangen zu zocken. Also das Bioshock 2 DLC. War so gut mit der Zeit gewesen, dass ich auch mir gedacht habe, so scheiß drauf, ne, muss ich nicht irgendwie speichern zwischendurch, ne, sondern habe ich bald durch, ne, ich habe das war schon 2-3 Stunden dran. Ja, dann hatte ich einen Bluescreen gehabt. Und, Leute, was muss ich jetzt hier machen? Muss ich zu dem Fettsack zurückkehren? Hä? Okay, das war nicht richtig. Oh mein Gott, tue ich mich gerade ziemlich... Nein! Ich bin nicht wegen den Gegnern kacke, ich bin wegen meiner eigenen Nubigkeit kacke. So. Okay, nochmal. Okay. Nein! So, öffnen. So, jedenfalls, wo war ich stehen geblieben zum 10.000. Mal? Ja, und dann halt ein Bluescreen und ja, ich muss das gesamte Spiel von vorne anfangen und seitdem habe ich mir gedacht, okay, egal wie weit ich bin, egal was ich machen muss noch, ne? Wahrscheinlich muss ich zum Fettsack, ne, jetzt, glaube ich. Jetzt, wo ich die Zorn der Titan habe. Ja, komm, gehen wir zum Fettsack, vielleicht muss ich mir wirklich zu dem. Ansonsten Kontrollpunkt neu laden, dies, das, ne, das übliche Spielen. Ja, doch, eigentlich muss ich schon sehen, oder? Ja, ich guck einfach mal. Ja, aber wie gesagt, also seitdem speichere ich bei jedem Spiel, weil wer weiß, was passiert, ne? Und wer weiß, ob dann die Spieldaten verloren gehen. Weil ich hatte keinen Bock gehabt, das von vorne zu starten, ne? Kann man aber auch, glaube ich, verstehen, ne? Ich glaube, jeder würde abgefuckt sein, ne? Wenn er ein Spiel, was er gerne zockt, was er gezockt hat, ne? Wieder von vorne anfangen muss. Und schon alles kennt und so weiter, ne? Die ganzen Wege. Und ich habe ja auch fast alle Sammelobjekte dort gesammelt, ne? Also, naja. Das übe ich halt. Okay, kann ich einfach durch? Ich glaube, ich kann einfach durch, ne? War doch nicht. Alter, ich raste aus. Ich bin so knubig. Boah, finde ich schlecht. Muss ich das mal vorne machen, aber... ach du Scheiße. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben jetzt 25 Minuten lang gesehen, wie man nicht das Spiel spielen sollte. Ja. Wie oft habt ihr jetzt schon das Gorgon-Auge da gesehen? Irgendwann sagt mir aber, dass ich zurückgehen muss, ne? Also komplett zurück. Muss ich hier nach oben vielleicht? Und dann irgendwo mich abseilen lassen?
Da nach oben, ne? Komm ich da hin? Alter. Ich hasse so verplant zu sein, ne? Ah, okay, wahrscheinlich muss ich hier hoch. Ja, wahrscheinlich muss ich hier hoch, ne? Glaube ich zumindest. Ich könnte auch mal kurz die Aufnahme pausieren und erst weiter, wenn ich den Weg finde. Ja, weil das würde auch Sinn machen. Ich glaube, ich pausiere kurz die Aufnahme, damit ich pausiere kurz die Aufnahme, ne, weil ich versuche jetzt den Weg zu finden, weil sonst bin ich gerade hier voll. Ich bin gerade voll am rumnuben, ne? Ich würde sagen, es. Ja, weiter geht's. Und ja, warum bin ich jetzt hier? Ganz einfach, weil ich bin natürlich kein Nubikus, aber wer hätte denken können, dass hier oben etwas ist, was man abschießen kann, sodass das runterfällt und ich dann nicht hoch sein könnte, ne? Ja, wer hätte das gedacht? Ich habe nicht einen Guide benutzt, ne, sondern ich habe einfach tatsächlich jedes Ding, was in der Umgebung ist, abgezielt, ne? Bis also versucht, irgendwas abzuzielen, um zu gucken, ob ich da rankomme. Ja, und irgendwann bin ich dann hier wieder nach oben gekommen und ja, hier ging es halt weiter, ne? Ja, ja. Dankeschön an God of War, ne, dafür. Okay, irgendwas sagt mir, dass hier. Ah ja, stimmt, hier waren diese Kisten. So, hier ist natürlich wahrscheinlich ein Auge. Hoffentlich. Oder eine Feder. Wieder ein Auge, okay. Ja, ich hab das mal. Oh, oh, oh. Fast runtergefallen, ne? Oh. Boah, ich weiß nicht, warum meine Nase sich. Warum meine Nase die ganze Zeit kratzt. By the way, ne? Ich spiele auch gerade gehandicapt, ne? Weil ich habe mir so hart in den Finger reingesäbelt. Ja, weil ich auch so ein Mongo bin manchmal. Dass ich eine Wunde am Finger habe, ne? Die ganze Zeit jetzt voll widerlich sich anfühlt, wenn ich irgendwas. Oh. Okay. Ah, bestimmt ist hier was, ne? Aha! Ah! Hallo, noch ein Gorgon oder Feder? Ja, weil hier ist eine Feder. Dann ist hier ein Gorgon-Auge. Ah, ne. Neutrales Ding. Gut. Hätten wir das auch geschafft? Ach, so scheiße, dass ich nicht zum anderen Ding gekommen bin, ne? Ich habe auch keine Ahnung. Hä? Achso, wahrscheinlich hier rüber. Ja. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich da hinkomme, ne? Alter! Kratos! Geht doch. Ah, wahrscheinlich kommen jetzt die Gegner mir entgegen. Ja. Ja, ja, ich weiß. Guckt euch den Mann an. Alter! Lass mich in Ruhe! Sein Gesicht treten. Kratos, das schaffst du. Den auch jetzt. Zack, 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 zack. Bam. Gut. Das ging doch flottig über die Bühne. Da war ich hier schon mal? Achso, ja, stimmt. Ich muss jetzt wahrscheinlich rüber. Zurück. Einfach fallen lassen. Wahrscheinlich einfach nur fallen lassen. Lol. Das war vorher nicht da, oder? Achso, das ist wahrscheinlich hier, um die, ja, Zorn des Titan zu füllen, ja? Aber geil. Muss ich den Pfeil drin schießen? Oder muss ich einfach Zorn des Titan aktivieren? Okay, ich muss Zorn des Titan aktivieren. Geht doch. Kommen mir jetzt Gegner wieder entgegen oder warum kommt da so eine Musik? Ja, war so klar. Ach komm! Scheiß an, wie sie. Kann man nicht hier Gegner wie sehen?
Jawohl. Unten war, glaube ich, nichts. Achso, stimmt. Wenn ich das gemacht hätte, wäre ich hier wieder zurückgegangen. Also zur selben Position, wo ich auch gerade war, ne? Deswegen habe ich das mal sein gelassen. Oh, hi. Ja, Speicherpunkt-Camper. Wer kennt sie nicht? Genauso schlimm wie bei Call of Duty Spawn Trapper. Boah, ich habe letztes Mal vor 3 gespielt, ne? Ich muss mittlerweile auch sagen, also ich glaube, ich habe das mal in der Aufnahme gesagt, dass ich mal vor 3 scheiß finde. Mittlerweile denke ich mir so, okay, das Spiel spielt sich nicht schlecht, aber die Online-Spieler machen das Spiel richtig schlecht. Also wirklich, wirklich, wirklich schlecht. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was für eine Wut ich gegenüber diesen Online-Spieler empfinde, ne? Ey, das ist so krank einfach nur, wirklich krank. Das Geile war gewesen, ich hatte, es gibt gerade eine, oder sagen wir mal einfach die Map Shipment, ne? Das ist eigentlich eine wunderbare kleine Map, kompakt, klein vor allem. Und diese Leute schaffen es sogar, Shipment zu ruinieren, indem die einfach auf irgendeinem Headglitch nur hocken und in diese eine Richtung zielen oder sich gleich hinlegen und in diese eine Richtung zielen, ne? Und einfach campen. Die campen einfach. Die campen die ganze Zeit an diesem einen Spot. Die bewegen sich auch danach gar nicht mehr. Du bewegst dich, wirst von demselben Typen abgeknallt und dann springst du um die Ecke, versuchst den abzuknallen, dann knallt er dich wieder ab. Boah, ich muss nicht mehr. Ja. Gesundheit an mich selber. So. Bin ich richtig? Hoffentlich. Jedenfalls campen die, ne? Und das Geile ist dann, knallst du die ab. Also dann schaffst du es endlich, sie abzuknallen, nachdem du 6-mal gegen die gestorben bist. So, haben die erstmal eine Abschussserie, ein Heli oder was auch immer halt, ne? Oder was ist da gammel? Dann knallst du den Heli ab und dann läufst du weiter und dann plötzlich wirst du wieder von ihm abgeknallt, der liegt, ne? Und dann realisierst du, ne, dass es dann derselbe Typ ist einfach. Okay. Gut. Rette dich, Pegasus. Weiß auch nicht wie, aber ich rette dich. Auch nicht. Was muss ich denn schießen? Irgendwas muss ich doch bestimmt schießen hier. Nein. Da hätte ich mir den gesamten Weg umsonst gelaufen. Boah, Zorn der Titanen? Stimmt, Zorn der Titanen auf den Daumen, oder? Oder auf die Hand? Warte mal. Tatsächlich. Ah, okay, auf allen Fingern. Und die auch. Gut. Jawohl. Ich frage mich, wie ich es damals gelöst habe, also die ganzen Rätsel. Ich habe damals ja das Spiel durchgespielt, als ich klein war. Also mit klein meine ich so 18, ne? Logisch, ne? Oder 17? 17, 18? Ich war vielleicht sogar 16, kann auch gewesen sein. Ich frage mich, wie ich das gemacht habe. Weil manche Rätselstellen sind ja mal mega tricky. Und ich habe damals nicht mit einem Guide gearbeitet. Was ist das schon? Kein Gegner? Okay. Ah. Ja, ja, ich bin vorwärts. Jawohl. Kratos, sie, die Insel der Schöpfung. Die Heimat der Schicksalsgöttinnen. Hier beginnt er, der Pfad deiner wahren Bestimmung. Die Insel steckt voller Gefahren. Sie wurde geschaffen, damit niemand die drei Schicksalsgöttinnen erreicht.
Die Macht der Göttinnen kann dich zu dem Moment zurückbringen, in dem Zeus dich verraten und getötet hat, Kratos. Und dein Schicksal änderte. Und das anderer. Alles klar. Ach, das sind Typhoons. Okay. Ja gut, greifst Typhoons halt, ne? Ich muss jetzt nur ausweichen bis jetzt. Weil ich hatte keine Chance, sie zu killen. Na, jetzt kommen die. Hallo, was soll das denn? Ah, jetzt. Ach nee, das sind die komischen Vogelfiecher, ne? Verschwindet aus meiner Bildfläche hier. Ich will nicht gegen euch kämpfen. Ihr gebt mir auf die Eier. Hallo, hallo, hallo. Alter. Ja, dann reicht das Ding denn. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich nicht mal einen Zentimeter vorankomme. Ah doch. Oder? Ich bleib mal. Alter! Verdammte Typhoon-Viecher. Oh oh. Ah komm, ich komme doch voran, ne? Ja, okay, zumindest bei dem Spiel sieht man, wenn man wirklich vorankommt. Ne? Andere Spiele wiederum, wenn wir immer noch denselben Dings da zeigen und irgendwann plötzlich so, oh mein Gott, du bist ja vor dem Ziel. Komischerweise. Ja, jetzt aber. Oh, und weg mit dir. Jetzt noch den Greif oder Typhoon. Da spricht man den Typhon aus, also im Deutschen, oder ich sag einfach Typhoon. Okay, der letzte hat mich trotzdem noch getroffen. Ei, Karamba. Eigentlich hätte ich hier ausweichen müssen. Ah, okay, ich weiß nicht, wie ich das ausweichen. Egal, scheiß drauf. So. Kämpfe gegen mich, wie ein Mann. LOL! Oh. LOL! Jawohl, jetzt habe ich es verstanden, wie ich das ausweiche. Okay. Ich glaube, jetzt habe ich es nicht geschafft, aber immer wenn er das macht, muss ich diesen Sprint schaffen. LOL! Er ist schon vergangen. Er wollte, glaube ich, auf mich rauf. Ja, hast du dein Ding getroffen, du Bob. Gut. Zeit, den Greif hier zu vernichten. Typhoon, meine Fresse. Okay, wir kommen doch nicht näher. Die Insel war ja schon vorher da. What the fuck? Als wenn Kratos die ganze Zeit auf der Stelle fliegen würde, ne? Wahrscheinlich ist es wirklich so. Jetzt verrecke du, Basti! Geht doch. Lol, da kommt noch einer. Komm doch. Ah, okay, geschafft. Jui! Jui! Oh! Da ist es eine Katzin oder so. Muss ja kämpfen. Dieses Stück Scheiße, ich geb dir jetzt auf die Fresse, bleib stehen. Naja. Oh oh. Hä? Lol, Kratos, was machst du denn? Warum kehrt der? Der war doch vor der Insel. Warum dreht er um? Lol, achso, invertierte Steuerung.
super. Oh oh. Ich hab doch X gedrückt. Heck. Alter. Also manchmal wirklich, ich hab gerade X gedrückt und es hat einfach nicht reagiert. Als wäre das länger würde das Spiel. Jetzt landet er im Wasser. Achso, lol. Ja, natürlich, direkt, also perfekt gelandet. X. Oh, Gott sei Dank, diesmal hat's geklappt. Ich hab einfach in den Tod gestürzt. Okay, da unten kann ich nicht. Der Tempel des Laches. Lachesis? Lachenisis Hund. Gut. Nach oben. Perfekt. Da geht's weiter. Dann schauen wir erstmal hier hin. Ja, guck. Ich wusste es. Man sollte ja immer zurückschauen, ne? Wenn man einmal nach vorne geht, ne, dann findet man solche Überraschungen gar nicht. Ah, nice, nice. Ah, guck mal, das ist ein Speicherpunkt. Das trifft sich doch perfekt, weil dann würde ich was sagen, tatsächlich. Machen wir erstmal Feierabend. Ja, tut mir furchtbar leid, dass ich jetzt in dieser... War das in dieser Aufnahme? Ja, in dieser Aufnahme war es gewesen. Ja, für 10, 15 Minuten rumgenoopt habe. Oder für eine Stunde sogar. ja, ich werde Besserung, also für Besserung sorgen, ne? Bei dem nächsten Mal, da bin ich auch ein bisschen fitter, ne? Weil das kam jetzt spontan. Und... Ja, God of War war ich jetzt nicht vorbereitet. Gut, dann würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge. Haut rein. Ciao.